Mein Name ist Florian Lange. Ich berate in der N-Bank, der Investitions- und Förderbank des Landes Niedersachsen, insbesondere zum Thema Internationalisierung. Die N-Bank ist Mitglied im größten Beratungsnetzwerk für kleine und mittelständische Unternehmen, den Enterprise Europe Network. Zudem arbeiten wir mit im Interreg-Projekt SME Internationalization Exchange, das ebenfalls den Schwerpunkt Internationalisierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen hat. Das Land Niedersachsen unterhält Repräsentanzen und Partnerbüros in verschiedenen Staaten der Erde, insbesondere natürlich in Zielmärkten, die für niedersächsische Unternehmen interessant sind. Und all die Berater kommen aus den Ländern hier einmal im Jahr in Hannover zusammen und informieren zum einen über Präsentationen zu den aktuellen Entwicklungen in ihren Märkten. Zum anderen bieten sie an, Einzelgespräche mit Unternehmen zu führen, die sich schon für einen bestimmten Markt entschieden haben. Die N-Bank als Förderbank des Landes Niedersachsen berät selber auch zum Thema Internationalisierung. Wir sind beispielsweise Mitglied im Enterprise Europe Network, dem größten Beratungsnetzwerk für KMU zum Thema Internationalisierung. Das bietet natürlich niedersächsischen Unternehmen einen Mehrwert, wenn die Förderbank des Landes international vernetzt ist. Für uns als N-Bank ist es aber auch wichtig, denn so haben wir immer wieder die Möglichkeit, an internationalen Projekten teilzunehmen und beispielsweise im Austausch mit anderen Wirtschaftsförderern zu lernen, was in deren Region gut läuft bei der Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen und wo besondere Herausforderungen liegen. Ich denke, dass die Beratertage das 10. Mal bereits durchgeführt werden mit diesem hohen Aufwand, zeigt, dass das durchaus lohnend ist. Natürlich ist Internationalisierung für ein Unternehmen ein sehr langfristiger Prozess, sodass man kurzfristig nicht sagen kann, wie der Erfolg ist. Aber ich denke, auch die hohe Zahl der Anmeldungen zeigt, dass das Interesse nach wie vor sehr, sehr groß ist. Mein Name ist Inga Steffen, ich bin die Repräsentantin des Landes Niedersachsen in der Provinz Eastern Cape. Mein Dienstsitz ist East London im Ostkap. Und ich bin zuständig für die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Provinzen und ich bin Ansprechpartnerin für Wirtschaft für Südafrika insgesamt. Südafrika ist das einzige Industrieland auf dem afrikanischen Kontinent und insofern hat es ein Alleinstellungsmerkmal in Afrika, hat eine gute Infrastruktur, der kulturelle Hintergrund ist der gleiche, ist ein christlich geprägtes Land, mit Englisch als Geschäftssprache kommt man gut klar. Und die Zeitzone ist auch die gleiche, weshalb der direkte Austausch auch über weite Entfernung gut möglich ist. Die IHK Hannover hat im letzten Jahr mit 4 Businesskammern im Eastern Cape eine Kooperationsvereinbarung geschlossen und darin haben sie verabredet, sich gegenseitig bei der Unterstützung von Unternehmen, die Business machen wollen, zu helfen, Business-Delegationsreisen zu fördern, zu unterstützen und auch Prozesse innerhalb der Kammern zu übertragen, also Best-Practice-Beispiele bei der Kammerorganisation und Kammertätigkeit, Verbandstätigkeit zu verbessern. Die Unternehmen fragen danach, wie sie den Markteintritt schaffen. Das gibt aber ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Einige interessieren sich dafür, direkt eine Firma dort vor Ort zu gründen. Andere möchten einen Handelspartner finden und je nach Branche kann man das unterschiedlich gestalten. Ich denke, Hindernisse konkret gibt es nicht. Es ist gut, jemanden vor Ort zu haben, in welcher Form auch immer. Da sind die Unternehmer frei darin, sich zu überlegen, ob sie das mit einem Handelsvertreter machen möchten oder direkt eine Niederlassung bzw. eine Firma vor Ort gründen möchten. Alles ist möglich. Man muss dem Ganzen vielleicht etwas Zeit geben und die richtigen Partner finden, die sich auch in beiden Kulturkreisen zu Hause fühlen und vor allen Dingen Strukturen vor Ort kennen und am bestenfalls noch Kontakte in der Branche bereits haben. Mein Name ist Patricia Costa. Ich arbeite für das Land Niedersachsen in Warschau in Polen und arbeite als Partnerin des Landes Niedersachsen hier in Hannover. Heute führe ich Beratungsgespräche für niedersächsische Unternehmen. Polen als Standort für niedersächsische Unternehmen ist dann natürlich ein riesiger Absatzmarkt mit einem riesigen Wirtschaftswachstum, dem besten im Moment in Europa von 5,7%. Das sind die neuesten Daten von diesem Jahr.
Also es gibt eigentlich zwei Aspekte. Zu einem ist dann der Vertriebsmarkt, Absatzmarkt für niedersächsische Produkte in vielen, vielen Bereichen. Zum Beispiel traditionell Maschinenbau, Made in Germany, auch viele andere Produkte aus der Medizintechnik sind in Polen gefragt, weil das aus eigener Herstellung nicht herkommt. Und der andere Aspekt ist dann als Produktionsstandort. Also es gibt viele Unternehmen, die Polen als verlängerte Werkbank nutzen und das klappt tatsächlich sehr, sehr gut. Vor allem für die Unternehmen aus Niedersachsen organisieren wir so eine Art Vertriebsaufbau, also übernehmen für die ersten 2-3 Jahre einen operativen Vertrieb für die. Das heißt, wir rekrutieren die Mitarbeiter, Sales-Mitarbeiter, meistens am Anfang einen Country-Manager, beschäftigen den bei uns, bei dem Sales-Desk in Polen, stellen die gesamte Infrastruktur zur Verfügung, sprich Dienstwagen, polnisches Handy und unsere Kontakte her, Office und quasi in diesem Modell kann jedes Unternehmen anfangen, was eigentlich in der ersten Phase keine Niederlassung bzw. keine Gesellschaft in Polen plant und kann sich ja umschauen, wie der Markt einfach ist. Kann sehr schnell einfach an den Markt, an die Kontakte, an die Kunden, an die Lieferanten in diesem Modell kommen.